Hallo an alle. Ich freue mich, dass ihr da seid und heiße euch ganz herzlich willkommen zur LCQ Light Code Quantum Meditation. Quantum, das heißt, es wird heute bis in die kleinsten Teilchen reingehen, bis in das komplette Universum, in die Gesetze des Kosmos. Und ich bitte euch vorab um Erlaubnis. Es kann sein, dass ich einfach meine Hände bewege, dass ich Geräusche von mir gebe, die für euren Verstand keinen Sinn machen. Das sind Light Codes, die ich mit euch teile, und Geometrie. Und wenn ich die Hände bewege, ist es dann, wenn ich im Quantum arbeite, um einfach eure Energiefelder zu justieren oder einfach zu Programme zu entfernen oder um die DNA zu rekonstruieren und eben auch eure Wahrnehmung zu shiften und zu drehen, sodass ihr in der Lage seid, in eine bessere Timeline, bessere, mehr alignte Version von euch zu shiften, die einfach tiefer in die Gesetze des Kosmos eintauchen kann, mit ihnen arbeiten kann und sie versteht. Das heißt, das Bewusstsein wird auch durch diese Lightcode-Übertragung von euch etwas erhöht. Deswegen kann es sein, dass der Verstand manchmal die Dinge nicht greifen kann. Deswegen darf der bewusste Verstand einfach jetzt mal Pause machen und auf der Couch sitzen und sich entspannen. Und ich bitte euch, das, was ich mit euch teile, mit einem offenen Herzen zu empfangen, auch wenn es für euren bewussten Verstand nicht immer Sinn macht, welche Worte ich sage oder welche Töne ich von mir gebe oder welche Bewegungen ich mache. Das gehört einfach dazu, weil in dieser Transmission eine vielschichtige Arbeit stattfindet, die einfach der Verstand in einem gewissen Stadium nicht greifen kann, und das ist auch vollkommen in Ordnung. Es kann sein, dass ihr während der Arbeit und während dieser Meditation, während diesem Quantum-Coaching, was noch stattfinden wird, euch so ein bisschen wie so, wow, ja, dass ihr euch, dass euch kurz vielleicht mal schwindelig wird, dass ihr Ohrensausen bekommt, dass der Körper warm wird, dass er vielleicht kalt wird, dass vielleicht auch mal ein Muskel zuckt oder anderes. Das ist eine ganz normale Reaktion des Körpers auf die Energien, die wir übertragen. Und ich lade euch ein, das mit einem offenen Herzen zu empfangen. All das, für das ihr bereit seid, werdet ihr empfangen. Und wenn ihr euch die Meditation nochmal zu einem späteren Zeitpunkt anschaut, dann werdet ihr wieder ganz andere Dinge hören, als ihr jetzt heute bewusst wahrgenommen habt. Es kann auch sein, dass manche von euch einfach einschlafen. Das ist vollkommen in Ordnung. Das kann auch passieren. Das ist dann der beste Weg sozusagen, um die ganzen Codes zu empfangen, die ihr bekommt. Wenn ihr es schafft, wach zu bleiben, dann freue ich mich, dann macht ihr das bewusst mit. Ansonsten holt ihr es einfach irgendwann mal nach. Gut, habe ich eure volle Erlaubnis, dass ihr einfach zulasst, dass ich komische Bewegungen mache und komische Geräusche von mir gebe und teilweise auch mitten in einem Satz einfach unterbreche, wie gerade eben, und mit meiner Arbeit anfange. Empfangt, was ihr empfangen könnt, was nicht, lasst es einfach stehen. Ihr müsst nicht alles auf einmal aufnehmen, ihr müsst nicht alles auf einmal versuchen zu integrieren. Wir werden, mein Team und ich werden die ganzen Codes in eurem Feld platzieren, sodass die Integration der Codes in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten stattfinden kann, in eurem Tempo, sodass ihr auch wirklich nichts verpassen werdet. Gut. Zuallererst bitte ich euch, die rechte Hand aufs Herz zu legen, die linke Hand darüber und einmal mit mir zusammen tief durch die Nase ein ins Herz hinein zu atmen. Und aus. Und noch einmal tief durch die Nase einatmen in euer Herz.
durch die Nase einatmen, tief in euer Herz. Bitte ich euch, mit eurem Bewusstsein in euer Wurzelchakra hineinzugehen und einmal dort tief hineinatmen in euer Wurzelchakra und ausatmen. Und jetzt noch einmal gleichzeitig in euer Herz, in euer Wurzelchakra einatmen und ausatmen. Stellt euch vor, wie ein rotes Band aus eurem Wurzelchakra nach unten fließt, wächst, in die Erde hinein und auf ein Wasserportal trifft. Und durch dieses Wasserportal werdet ihr verbunden mit den höchsten Ebenen der Erde, die für euch jetzt verfügbar sind. Und lasst zu, dass euer Band sich splittet, aufteilt in das Netzwerk der Erde, in die verschiedenen Bereiche der Erde, in das Fairy Realm. Das Elfenreich. Zu den Pflanzen holen. Bis hinunter zu den Ansha in der Earth Beings. Und zum Herz Gaia. Das kristalline, strahlende Herz Gaia. Und verbindet, verknüpft euer Band mit dem Herzen von Gaia und atmet in dieses Gaia-kristalline Herz ein. Und lasst zu, dass die kristalline Energie sich langsam hinaufwickelt. Euer Band hinaufwickelt, umschlingt bis zu euch hinauf, durch das Wasserportal, bis zu euch hinauf in euer Wurzelchakra. Atmet in euer Herz und in das Herz von Gaia gleichzeitig ein. Und aus. Und spürt, wie ein goldenes Band von eurem Herzen eure Wirbelsäule hinaufwächst. In eurem dritten Auge vorbei, der Punkt, wo eure Zirbeldrüse sitzt. Berührt, umschlingt und einmal noch weiter wächst. Bis an die Spitze eures Kopfes und atmet einmal bitte in die Spitze eures Kopfes. Und ausatmet. Und atmet in euer Herz und in die Spitze eures Kopfes gleichzeitig und einatmen. Und jetzt stellt euch vor, wie sich auf eurem Kopf euer Kronenchakra öffnet, euer Portal zu den Sternen, euer Portal zu eurem Higher Self, zu eurer Seele. Und wie von dort aus, wie ein Lotus, sich eine Blume öffnet und aus der Mitte des Lotus wächst ein kleines, zartes, weiß-silbernes, kristallines Band und wächst weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter bis in euer Soul Star Portal. Ihr habt ein Portal, in dem eure Seele, eure vielen Inkarnationen quer durch Raum,
Zeit und Dimensionen vereint sind. Und in dieses Portal lasst ihr dieses zarte Band wachsen. Seid sicher, dass eure Seele genau weiß, wo ihr euch verbinden müsst. Achtet auf euer Gefühl und nicht das, was euer Kopf euch erzählt, dass es nicht möglich ist oder nicht geht oder anderes, sondern lasst einfach zu, dass dieses Band wächst und seinen Weg findet und atmet. Und ich bitte euch jetzt nochmal einen tiefen Atemzug in euer Soulstar Portal, in euer Herz und in Gaia gleichzeitig zu machen. Und ausatmen. Und noch einmal. In all drei Pole gleichzeitig. Und noch einmal einatmen. Ihr befindet euch jetzt in eurem ganz persönlichen Column of Light, in eurem ganz persönlichen Portal des Lichtes, in dem ihr eure Energien und die Energien eurer Seele vereint mit den Energien der Erde, weil ihr seid auch ein Fragment der Erde, in einem Punkt zusammenbringt in eurem Herzen. Und ihr seid alles gleichzeitig. Ihr seid eure Seele in allen Dimensionen und in allen Versionen und in allen Realitäten. Und ihr seid immer ein Fragment der Erde und der Versionen, die die Erde ist. Und aus diesem Standpunkt heraus dürft ihr gerne eure Augen wieder öffnen und einmal in euch hineinfühlen, wie ihr euch jetzt fühlt, was anders ist als davor. Einigen wird sehr warm geworden sein. Und fühlt einfach mal, wie fühlt es sich an, in diesem riesigen Konstrukt von Licht zu stehen, angebunden zu sein mit seinem Higher Self. Wir haben in vielen spirituellen Lehren gesagt bekommen, dass es nur ein Higher Self gibt und dass das das höchste Ziel ist, was es zu erreichen gibt. Aber in Wahrheit gibt es viele Higher Selves, nämlich die Version, die ihr als nächstes seid. Jetzt in dem Moment zum Beispiel habt ihr die volle Assistenz von euch selber in Form eures Higher Selves, was bereits jetzt die Meditation und diese Lightcode Quantum Transmission erhalten hat. Und diese Higher Self Version von euch unterstützt euch jetzt bei der Integration von den Codes. Und lasst das einfach fließen und fühlt die Energie, wie sie fließt. Ich habe heute als einzige Information bekommen, dass es darum geht, heute ein Friedensprogramm zu installieren in uns allen, sodass mehr Frieden in uns stattfinden kann und mehr Frieden in unserem Kopf, in unserem Herzen und in jeder einzelnen Faser unseres Körpers verankert wird. Und als Teil davon ist einfach auch wichtig zu wissen, wer wir sind. Wir sind nicht dieser Körper oder das, worüber wir uns identifizieren, der Verstand, die Hände, das, was wir berühren können. Wir sind viel, viel mehr. Wir sind alles, was ist. Alles, 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 alles. Wir sind die Luft. Wir sind, selbst die Erzengel sind wir. Warum ist das so? Ich würde euch gerne einmal in die Dimensionslehre einführen.
weil sie einfach wichtig ist, um zu verstehen. In der ersten Dimension kann man sich vorstellen, es gibt es nur uns, nur wir, nur das Ich, nichts anderes existiert. In der ersten Dimension ist sozusagen Unity Consciousness in der einfachsten Form, nämlich nur wir existieren, nur unser Bewusstsein kann nur uns empfinden, aber aus uns heraus, ohne zu wissen, wer wir sind, können wir uns nicht wahrnehmen. Und daraus ist die Entscheidung getroffen worden, dass wir uns aufteilen, sodass wir agieren können. Und so fing es an, dass wir in die zweite Dimension gegangen sind. Und dann gab es ein Du und ein Ich und wir konnten miteinander kommunizieren. Und dann war das so ein Hey, du bist das und ich bin das. Und dann fing die Interaktion an. Das ist die zweite Dimension. Und auch hier gibt es immer nur Du und Ich, Du und Ich, Du und Ich. Aber um sich wirklich voll und ganz zu erfahren, und das ist der wahre Grund, weshalb wir existieren, weshalb wir physische Form angenommen haben oder auch ätherische Formen oder alle Versionen, ist, weil wir erfahren wollten in allen möglichen und allen Varianten, wie es überhaupt möglich ist, wer wir sind. Und weil in der zweiten Dimension es nur ein Ich und ein Du gibt und wir sozusagen interagieren können miteinander, aber uns nicht erfahren können, gibt es die dritte Dimension. Und dabei ist sozusagen ein wichtiger Faktor, nämlich der Faktor des Beobachtens, dazugekommen. Und dann auf einmal gab es drei. Einmal eine Person, eine weitere Person und hier der Beobachter, der erkennt, dich gibt es und dich gibt es. Und hier ist der Punkt, dass Dualität entstanden ist. Und Dualität ist nichts, was in diesem Universum existiert, sondern Dualität existiert in uns. Dualität ist was, was wir in uns wahrnehmen. Dualität ist etwas, was im Bewusstsein der Menschheit stattfindet, weil wir uns in der dritten Dimension die längste Zeit befunden haben. Es gibt ein Du und ein Du und ihr beide und ich, wir sind unterschiedlich. Und so fing die Separation an. Und so ist konstruiert sich die Welt, die wir wahrnehmen. Und die vierte Dimension kommt nochmal eine andere Beobachtung mit dazu, nämlich noch zusätzlich Zeit, aber Zeit, die sich nicht linear bewegt, wie in der dritten Dimension ein Du und ein Ich und wir bewegen uns von Punkt zu Punkt zu Punkt, sondern in der vierten Dimension kommt nochmal der Faktor Zeit und Zeitlosigkeit dazu, wo wir erkennen können, hey, es gibt dich, also Dualität existiert immer noch, aber es gibt verschiedene Versionen von mir, wie ich dich und dich wahrnehmen kann. Und das ist die Dimension, wo sich die meisten Menschen befinden. Ihr werdet das vielleicht kennen, dass ihr sagt, hey, heute bin ich diese Version, morgen bin ich diese Version und je nachdem, welche Version ich bin, nehme ich die Menschen ganz anders wahr und reagiere ich auf Menschen ganz anders. Und das ist ein Zeichen dafür, dass ihr euch in der vierten Dimension befindet. Und trotzdem ist immer noch die Separation etwas, was einfach in uns schlägt, solange wir in dieser Separation uns befinden. Und der Aufstieg in die fünfte Dimension ist in dem Moment, wenn wir in der Lage sind, alles zu vereinen, dass wir erkennen, Zeit, wir sind verschiedene Versionen, Zeit an sich wird ganz fluid und existiert nicht mehr wirklich, weil wir wissen, wir können alles gleichzeitig sein. Wir sind Kreatoren unserer Realität. Wir springen von Version zu Version und wir erkennen, dass diese Version und diese Version eigentlich alles ein Teil von uns ist. Dass alles aus uns heraus entstanden ist und aus uns heraus existiert. Und das ist der Moment, wo wir die Separation meistern und Dualität nicht mehr existiert. Weil wir alles integrieren in uns, in unserem Herzen. Aber wie integrieren wir diese Dualität? Wie ist der Weg für uns in die fünfte Dimension, in Einheit und in die Verbindung mit allem? Das Herz. Über unser Herz, wo sich alles vereint. Deswegen ist es so unglaublich wichtig, immer wieder sich im Herz zu zentrieren, weil dort ist der Point Zero,
Dort findet ihr den Punkt der Ruhe und des Friedens, wo Separation und Dualität einfach nicht mehr bestehen. Genau dort geht es darum, euch immer wieder zu zentrieren. Deswegen ist es so wichtig, immer wieder das Herz zu öffnen und zu dehnen und zu weiten und die Kapazität eures Herzens auszudehnen, einfach Materie zu tragen und damit mehr und mehr und mehr und mehr aus der Dualität herauszutreten. Und der schöne Seiteffekt davon ist, je mehr wir unser Herz aktivieren, je mehr wir das Herzbewusstsein dehnen und weiten, umso mehr sind wir fähig zu Liebe. Und wenn die Separation wegfällt, dann integrieren wir Frieden. Und dann sprechen wir genau von diesem buddhistischen Consciousness State, diesem Status, wo Buddha hat, diese allumfassende Ruhe, dieser Frieden und diese bedingungslose Liebe. Weil wie kannst du etwas nicht lieben, wenn du weißt, dass alles ein Teil von dir ist, dass alles in dir stattfindet, dass die Projektion von Inneren nach außen auch du bist, dass jede Person, auch wenn sie in der dritten Dimension ein Du bist so und ein Du bist so ist, doch im Grunde immer aus einem selber entstehen. Wir befinden uns in einem holographischen Universum, das heißt, alles im Inneren muss bereits existieren, damit wir es im Außen wahrnehmen können. Und das ist der Weg, wo es hingeht. Immer ins Herz, das Herz öffnen und das Herz dehnen und weiten und einfach integrieren, was ihr seht. Alles zu integrieren, was ihr wahrnehmt, weil alles im Außen im Innen stattfindet. Und hier fängt der ganze Zauber der Realitätskreierung, der Quantenarbeit an. Und hier fängt der Zauber an, wie zum Beispiel Menschen auf euch reagieren. So wie ihr schwingt, die Version, die ihr gerade seid, projiziert natürlich auch die Version im Außen in Form von anderen Menschen, wie sie euch begegnen. Warum also nicht den Frieden mit sich selber wählen? Warum also im Außen auf andere zeigen und sagen, du bist nicht in Ordnung, so wie du bist? Wir verurteilen immer nur einen Aspekt von uns selber, den wir nicht sehen wollen, den wir verändern wollen. Aber wir verändern das Außen nicht, indem wir versuchen, im Außen zu arbeiten, sondern wir verändern das Außen, indem wir im Inneren fühlen, wie schwingen wir? Was hat die Projektion im Außen so sein lassen? Warum ist die Person mir in der Version begegnet, wie sie mir begegnet? Was muss ich lernen? Was muss ich integrieren? Und das ist nichts, was unser Verstand festmachen kann. Das ist nur was, was über das Herz stattfindet, über das Fühlen der Gefühle, das Fühlen der eigenen Frequenz. Wo stehe ich gerade? Weshalb nehme ich meine Welt so wahr, wie ich sie wahrnehme? Und aus diesem Standpunkt heraus würde ich euch jetzt einmal bitten, die Augen zu schließen und in euer Herz zu atmen. Und ich lade ein, mein gesamtes Team aus allen höheren Dimensionen uns zu begleiten. Und im höchsten Service die Codes zu teilen, für die wir alle bereit sind. Ich lade ein den Arcturian Council, Pleiadian Council, Syrian Council. Ich lade ein die Engel und Erzengel. Ich lade ein das Fairy Ram, das Elven Ram, die Elementals. Ich lade ein Mama Gaia. Ich lade ein die aufgestiegenen Meister Yeshua, Saint Germain, Maria Magdalena. Mother Mary, Maria, Isis, Hathor, Sekhmet, Ra, Nagare, Ayatakursa, Kvalkul, Marokese, Buddha, Masigi, Sayatakute, Me, Ayara, Sakita, ich lade ein den Lemurian Council, den Atlantean Council of Light.
Beings anschauen und die Faunen aus Magiera. Und alle lade ich ein, im höchsten Service für uns zu arbeiten und durch mich hindurch zu arbeiten. Und die Energien durch Zeit und Raum zu verankern, sodass selbst wenn man im Nachhinein in diese Meditation kommt und nicht live dabei ist, man trotzdem die Codes im gleichen Maße aufnehmen und empfangen kann. Und ich setze viele verschiedene Schichten an Codes mit hinein, sodass jeder, wann immer er bereit ist, diese Meditation zu empfangen und bereits empfangen hat, nochmal neue Codes und neue Schichten aufnehmen kann und integrieren kann, für die er bereit ist. Willkommen im Tempel des Lichtes. Willkommen vor euch in einem Tempel aus Licht. Licht, was alles umgibt. Seht ihr einen Tisch, einen Kristalltisch, der euch einlädt, darauf Platz zu nehmen. Der euch einlädt, euch niederzulegen und zu ruhen. Technologie aus Lemuria und Atlantis. Voller Codes. Geometrie. Euch hilft, euch zu erinnern, wer in Wahrheit seid. Bereit sind, euer tiefes Wissen zu aktivieren. Ja, ki aya das. Wir heißen willkommen die Councils of Light. Sie werden euch assistieren, die Codes zu integrieren, die wir euch schenken, aus Zeiten von Lemuria und Atlantis. Ihr alle hattet Inkarnationen bei uns. Ihr alle habt Lemuria gelebt und erlebt. Ihr alle wart Teil von Atlantis. Jede Seele von euch ist ein Teil von uns und wir sind ein Teil von euch. Es ist nur eine Erinnerung, die hier stattfindet. An euer Selbst.
Lasst zu, euch zu erinnern. Und lasst euren Verstand auf eine Reise schicken. In die Zeit, in die eure Seele betraut ist. Während wir an euren Energiesystemen arbeiten. Um die Codes zu integrieren, die euch zu mehr Frieden helfen. Die euch nach und nach in Unity Consciousness versetzen. Jeden Tag mehr. Jeden Tag mehr. Ihr bekommt Technologien von uns in euer Energiefeld geschickt. Was euch hilft, alte Programmierungen loszulassen. Jeden Tag mehr werdet ihr shiften. Jeden Tag mehr werdet ihr mehr Licht verkörpern können. Und jeden Tag werdet ihr ein neues Higher Self sein. Und im Service sein für alle, denen ihr begegnet. Spürt jetzt, wie eure Seele langsam aus eurem Körper heraustriftet. Wir sind bei euch, habt keine Angst, euer Körper ist beschützt und ihr kommt wieder zurück. Lasst los, kommt mit uns und seht zu, wie ihr hoch, 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 schwebt in die höheren Dimensionen. Hoch, 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 ins Universum hinein. Okay, arrasai. Nakuta arrasai. Nakuta arrasai. Nakuta arrasai. Kiti arra. Mi ik arrasai. Torne ik. Asakur etesa shakat. Imesiki.
sehr ruhig. Raffin, ich gute sei Raffi, ei et aso kur mehe da reihe na kuku. Des Universums, sodass ihr das Wissen des Universums wieder erneut integrieren könnt in eurem Körper in dem Tempo, in dem ihr bereit dafür seid. Und nun werden wir euch wieder in euren Erdorbit hinabführen, zurückführen. Seht die Erde vor euch. Maikere Eva mit ihrer blauen Sphäre, die alles umgibt und spürt. Fühlt diese Sphäre in euch. Akia, 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 Dai, Oto Sakaria, Okutaki Santa Reisa. Und nun aus dieser Perspektive laden wir euch ein, Kontakt aufzubauen zu eurem Selbst, zu eurem Selbst auf der Erde. Seht ihn als kleinen Lichtpunkt, der euch anstrahlt, der leuchtet und ihr wisst tief in euch, dieser Punkt ist ein Fragment von euch. Dieser Punkt ist eine Projektion von euch auf die Erde. Vereint eine Projektion von euch mit dem Bewusstsein, mit der Materie der Erde. Ja, das war's. Yorathai, uku am etha sakira, etha kutai. Aku am etha sakia, otar ea, muku ayata, asi ethaki, no korai, te kia, na ai, no os, na yes, na res, aku saiki. Und jetzt mit eurem Bewusstsein versucht, die Enden, die mit den Fingerspitzen, das Licht zu greifen. Jede Fingerspitze an einem Ende und es mit eurem Atemzug auszudehnen. Mit jedem Atemzug, den ihr tut, atmet in euch hinein und mit dem Ausatmen dehnt das Licht, zieht es auseinander, vergrößert es immer weiter, immer weiter, immer weiter. Mit jedem Atemzug dehnt das Licht aus, was ihr seht, immer weiter. Oratha Ikeyama. Ayataka ethaka asunda. Uff.
Schaut, wie weit ihr euer Licht ausdehnen konntet. Umfasst es die ganze Erde? Nein? Dann lasst uns gemeinsam nochmal daran ziehen, dass es die ganze Erde umfasst. Und darüber hinaus dehnt es so weit aus, wie ihr könnt. Und jetzt bitten wir euch wieder, euch eurem Punkt, den ihr seid, zu nähern, dem Körper zu nähern. Ake esa, nasoko urat is, aste gemar eke yatare, aste kesan maya bakur esan, esa kete gemar. Aber mit dem ganzen Wissen des Universums vereint, betretet ihr jetzt wieder euren Körper, atmet ein. Oko ai esa, sake madare esa. Und nochmal ein weiterer Atemzug und ihr rückt immer näher in euren Körper. Und noch einmal, atmet ein und seid in eurem Körper angekommen. Wir kalibrieren euer Feld, wir beruhigen eure Zellen. Wir stabilisieren die Frequenz in euren Zellen. Integrieren die Codes in eurer DNA. Ganz langsam, wenn ihr bereit seid, dürft ihr eure Finger bewegen, eure Zehen und euren Körper und in eurem Tempo die Augen wieder öffnen. Spürt nochmal, wie ihr euch jetzt fühlt. Wie ihr euch jetzt fühlt mit den neuen Codes. Ja. Nimmt bitte alle mal einen kleinen Schluck Wasser. Das hilft euch nochmal, die ganzen Energien zu integrieren. Und dann bitte ich euch, jetzt kommt der lustige Part an dieser ganzen Geschichte, einmal mit mir richtig viel Quatsch zu machen. Das ist nämlich wichtig, dass jetzt die alten Kodierungen euren Körper und euer Energiefeld verlassen. Das heißt, wir bewegen uns jetzt, es wird lustig. Das heißt, einmal bitte eure Gelenke abklopfen. Ja, überall. Klopft euch ab, klopft euren Körper ab, ja? Wie eine Orangute. Ja, und die Hüfte und die Füße und schüttelt und jedes Gelenk und alles. Und jetzt wird's richtig albern. Hier im Kiefer sammeln sich auch ganz, ganz viele alte Templates. Deswegen einmal locker lassen. Ja, und dann seid albern. Sehr schön. Wie fühlt sich's jetzt an? Wie eine kleine Dusche, oder? Genau. Das hilft. Bewegung hilft, stagnierte Energie immer wieder zu lösen und in den Fluss zu bringen. Deswegen meine Intention an euch, nach jeder kleinen Meditation, egal ob mit mir oder
privat daheim, schüttelt euch aus, klopft eure Gelenke aus, dass einfach diese Energiespeicher die Dichte loslassen können. Und Wasser. Für alle, die jetzt heute natürlich die Meditation mitgemacht haben, ist es wichtig, nochmal viel zu trinken. Versucht, wenn möglich, über 24 Stunden 4 bis 6 Liter Wasser zu trinken. Einfach, um den Integrationsprozess zu unterstützen. Meine Empfehlung, vegane Ernährung. Einfach die nächsten 3 Tage, um euren Körper möglichst klar und rein zu halten. Rohkost. Alles, was euch gut tut, fühlt in euer Körperbewusstsein hinein, was ihr braucht, was euch gut tut, was euch hilft, in einer guten energetischen Frequenz zu bleiben. Einfach um diese ganzen Menge an Codes, die ihr gerade bekommen habt, die in eurem Feld sind, in bestmöglichster und harmonischster Art und Weise zu integrieren. Wer mit mir gerne noch weiterarbeiten möchte, ich biete ab Januar 2023 einen 5D-Quantum-Masterkurs an, in dem ihr die Arbeit, wie ich sie mache, erlernen könnt, in dem ihr die kosmischen Gesetze integrieren lernt, in dem ihr eure kleine Superpower aktivieren könnt. Ihr werdet lernen, Quantenheilung zu machen. Ihr werdet lernen zu channeln. Ihr werdet das Energiesystem lernen zu lenken und zu leiten. Ihr werdet lernen, die heilige Geometrie zu nutzen, in eurem Leben zu integrieren und einfach auch bewusste Kreatoren eurer Realität zu werden und den Kosmos zu verstehen. Und nicht nur zu verstehen, sondern zu verkörpern und euer fünfdimensionales Selbst werden. Und wenn ihr Fragen habt, dürft ihr mir gerne schreiben. Ich setze den Link von dem Masterkurs gerne unterhalb des Videos dann rein, sodass ihr einfach draufklicken könnt und euch Informationen suchen könnt dazu. Und dann werden wir die richtige Möglichkeit finden, für euch einfach daran mit teilzunehmen.